Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Walking Dead, The Final Season. Ja, weiter geht's hier in der Story. Wir schauen mal. AJ hat immer noch Fieber anscheinend. Ist ja angeschossen worden in der letzten Folge. Louis Hier, für scheint. euch. Sein Hemd ist schmutzig geworden, als... Du weißt schon. Das scheint Woher wieder hast du die? normal zu werden. Sind von 10, als er herkam. Müsste ungefähr AJs Größe sein. Wie geht es ihm? Besser. Das Fieber ist gesunken. Danke, dass du ihn reingetragen hast. Kein Problem. Also, wir haben wieder ein Gewächshaus und Bomben. Mitchs Idee. Dachte ich mir. Violet sagt, wir fangen morgen an, alles vorzubereiten. Gut. Die anderen haben nichts dagegen, dass ihr bleibt. Oh. Vorerst jedenfalls. Während wir uns zum Kampf rüsten. Ja, ich bin froh. Ich wollte nur, dass sie uns vergeben. Ich hab gesagt, sie haben nichts dagegen, dass ihr bleibt, bis die Plünderer weg sind. Das heißt nicht, dass sie euch alle wieder mögen. Die anderen finden es okay, wenn wir bleiben. Was ist mit dir? Ist okay, solange er sich erholt. Und danach? Ich weiß es nicht, Clementine. Clem? Hey, Kleiner, wie geht's? Besser. Tut noch weh. Ich weiß. Ja. Hi, Luis. Hey, kleiner Mann. Hab dich vermisst. Sind wir wieder Freunde? Los! Schlaf einfach, okay? Ah, das ist ey. Los. Es tut mir leid, dass du wegen uns leidest. Du warst es nicht allein. Marlin, er... War ein Idiot. Vergiss es. Ich sollte gehen. Ah ja, okay. Naja. Ich bin nicht mehr wütend auf ihn. Und du? Er hat geholfen, mich zu tragen. Und er war in meinem Bett, als Ruby mir Zeug gegeben hat. Medizin. AJ, ich war nie wütend auf ihn. Ich verstehe, warum er es gemacht hat. Warum er uns weghaben wollte. Ich auch. Sehen wir uns mal die Hemden an, die Louis gebracht hat. Dann schlafen wir. War ein langer Tag. Ja. James war nett, aber ich schlaf nicht gern auf dem Boden. Ich auch nicht. Wer war James? Ach, James war ja der Typ da draußen. Okay. Hey, das hier ist ziemlich cool. Sieht aus wie Marlins Jacke. Ja, würde dir aber gut stehen. Hey, guck, Disco Broccoli und sein Freund. Schade, dass du den Cartoon nicht gesehen hast. Ja, schade. Disco Broccoli. Was ist hiermit? Sehen aus wie Tanzstiefel. Ja, ist, glaube ich, derselbe Typ. Cool. Okay. Ja, damit haben wir uns die Shirts angesehen. So, haben wir sonst noch irgendwas, was wir hier uns angucken können? Aktuell nicht, ne? Dann, ah, ne, hier. Ah, den Wildschweinschädel, genau, den können wir hier reinpacken. Cool. Ziemlich cool. Wow. Okay, vielen Dank. Ja, moin, alles klar. So, können wir jetzt hier noch irgendwas machen? Nee, ne? Ich würde dann jetzt irgendwie schlafen gehen wollen. Hallo? Entschuldigung. Schlafen, schlafen. Oder muss. Halt, stopp. Öffne die Tür. Hey, Schlafenszeit. Stimmt. Was? Ja, okay, ist ja gut. Schlafenszeit. Ich würde ja gerne schlafen. Wie schlafe ich denn? Ah, warte mal. Kann ich die Kerze hier ausmachen? Nein. Das hier geht.
Du kannst es anziehen, wenn du dich besser fühlst, okay? Ja. Wir nehmen Zeit zum Schlafen. Ich kann bei dem Licht nicht schlafen. Ich puste es gleich aus. Wir nehmen Disco Broccoli. Gute Nacht. Träum schön. Hoffentlich nicht von Beißern. Und was, wenn doch? Peng. Der war ein bisschen. Naja. Und dann Peng. Gute Nacht. Schlaf gut. So wie es anhört, wurden wir zumindest mal nicht aus dem Keller geweckt. Okay, gucken wir uns den Plan mal an. Haben wir einen Plan? Wir haben keinen Plan. Doch, wir hatten einen Plan, ne? Stacheldraht auf die Mauer und die Tische umdrehen, damit die schwerer haben. Ah, okay. Ah, okay, eine Timelapse. Ey, wer steht denn da wieder auf? Okay. Ja, warum nicht, ne? Mal eine Timelapse. 2 Wochen später, alter Schwede. Okay. Das haben die ein bisschen groß geschrieben, das konnte man kaum lesen. Schlafen. Und wieder 2 Wochen später. AJ? Oh, was ist denn jetzt? Wo bist du? Das ist ein Traum, oder? Das ist ein Traum. Baby? Geschrei. Kann ja nur ein Traum sein. Finde AJ, ne? Herzlichen Glückwunsch. Ja, da gehen wir mal suchen. Alter! Ich bin jetzt aber auch erschrocken, ey. Da ist ein Pferd durch den Flur. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Ja, moin. Walkt einfach mal so ein Horst durch. Hier durch den Laden. Okay, warte mal, wir gucken mal, ob wir hier hinten an den Türen was machen können. Nein, war klar, okay. Ja, warte mal. AJ! Okay, was ist denn das jetzt hier für ein Horrorfilm? Aber was träumt die da gerade? Das kann doch nur ein Traum sein. Hi, moin. Da liegt ein Pferd auf dem Flur. Okay, das wird bestimmt böse enden. Das kann ja nur böse enden, oder? Bin mal gespannt. Die träumt doch hundertprozentig von diesem Angriff, oder? Komm, rein da. Auf dir. Was für ein Albtraum. Du hattest einen Albtraum. Mhm. Denselben, den du früher immer hattest. Über das, was auf der Ranch passiert ist. Mir geht's gut. Geht gleich wieder. Oh, er hat eine neue Waffe gefunden. Hey, was hast du denn da? Hast du auch schlecht geträumt? Die hast du in letzter Zeit oft. Wo
Wo hat er das Feuerzeug hergehabt, um die Kerze zu machen? Ich fühle mich so sicherer, wenn ich nicht schlafe. Ich will immer wach bleiben. Das schaffe ich schon. Mhm. 18 Tage lang. Wenn ich alles gebe. Du bist hier Wir sicher. Wir sind hier sicher, AJ. Fühlt sich nicht so an. Früher tat es das. Ah! Ich dachte schon, jetzt hätte er sich selbst mit dem Messer gestochen. Ich bring dich ins Bett. Nein. Du musst mich nicht immer kontrollieren. Du sagst, ich soll tapfer sein. Das bin ich. Du sagst, sei stark. Und das werde ich sein. Und mutig, die ganze Zeit. Du bist echt tapfer. Niemand ist so tapfer wie du. Du bist der tapferste Junge auf der ganzen Welt. So tapfer wie du bin ich nicht. Tja, niemand ist so tapfer wie ich. Tut mir leid, dass du die ganze Arbeit machen musstest. Um für mich zu büßen. Alles gut. Ich werde dir mehr helfen, damit du nicht alles tun musst. Wohin gehst du? Auf Patrouille. Patrouille? Wegen der Gefahr. Böse Leute. Monster. Wovon deine Albträume halt handeln. Geh wieder schlafen, Alter. Und wenn du stattdessen hier bleibst? Leg dich wieder hin. Ich bleib wach und pass auf, dass keine Albträume mehr kommen. Das kannst du nicht. Du kannst ja nicht zaubern. Woher weißt du das? Vielleicht habe ich es dir nur nie gesagt. Nee. Los, schlafen gehen. Was ist denn? Kann ich vielleicht in deinem Bett schlafen? Wie früher, als ich klein war? Ja, komm hoch. Ich habe keine Angst, bin nur müde. Nimm mir das Messer aus der Hand, bitte. Glaubst du, das brauchst du? Nein. Guten Abend, AJ? Gute Nacht. Was? Du bist immer noch klein. Ja, ich weiß. Ein kleiner Wurm. Okay, ein neuer Tag, ein neues Glück. Mal schauen, was hier draußen so abgeht. Ah, Stacheldraht ist schon verlegt. Bereit für die Arbeit, Kleiner? Von Albträumen werde ich immer noch müder. Ich auch. In deinem Bett habe ich besser geschlafen. Ich bin mit der Wache dran. Alles klar. Ich muss noch was anderes machen. Was denn? Nichts ist nicht wichtig. Verdammt doch mal, Louis. Nimm doch einmal etwas ernst. Ich nehme das schon seit Tagen ernst. Schon seit über 2 Wochen tue ich das. Wie alle anderen auch. Was willst du? Der ist immer so, ne? Der will immer sein eigenes Ding durchziehen. Ich dachte, Lily und Abel wären längst hier. Ich frag mich, worauf sie warten. Keine Ahnung. Ich wollte nur Zeit zur Vorbereitung. Aber die Warterei ist ätzend. Alle sind so angespannt. Soll ich dir helfen? Ja. Könntest du mal nach allen sehen, ob sie ihren Scheiß auch richtig machen? Klar, mache ich. Danke, Clem. Ich sollte jetzt mal den hinteren Gang vernageln, nachdem Louis es nicht macht. Louis ist voll die Pfeife. Okay. Mit wem müssen wir helfen? Allen bei der Vorbereitung. Ja, gut, okay. Dann machen wir mal schauen. Irgendwo müssen ja hier auch noch ein paar so Sachen rumliegen, ne? Nichts mehr übrig. Ich frag mich, ob sie es nach dem Feuer wieder aufbauen wollten. Irgendwo müssen wir noch so Sammelobjekte finden. Da habe ich bis jetzt noch gar nichts gesehen. Also außer diesen Wildschweinkopf. Der Hund ist da am Stissel. Was haben wir denn hier? Miss Martin, danke, dass Sie alle beschützt haben. Mhm.
Schauen wir mal, was es hier sonst noch so gibt. Halt. Ich hoffe, es ist schön, wo du bist, Brody. Okay. Ohne Worte? Gut, okay, alles klar. Was machst du da unten, Rosie? Rosie, streicheln, weggehen, komm her, streicheln. Braver Hund. Was hat Marlin immer gemacht? Okay, der Hund ist wieder am Start. So, halt, ich kann mich nicht bewegen. So, Trophäe erhalten, toller Hund. Bespucke mal, nein. Respektlos sind wir auch nicht. Okay, gucken wir mal, was der doof hier macht. Ey, Mitch, du Pfeife. Hey, was machst du da? Testen, ob die Bombe hochgeht. Ja, wahrscheinlich in deinen Händen. Das kleine Ding bringt niemanden um. Ich will nur sehen, ob sie zündet. Das muss es. Unser ganzer Plan hängt von dem kleinen Ding ab. Wenn sie reinkommen, muss ich die Bombe zünden, während ich sie ablenke. Erwarte das Unerwartete. Ja, so in der Art. Das habe ich auf einem dieser blöden Motivationsposter gelesen. Die hing früher immer in der Schule. Als der ganze Wahnsinn losging, habe ich sie runtergerissen. Blöder Mist. Kannst du? Meine Hand ist nach dem anstrengenden Tag total im Eimer. Oh, er musste ein bisschen was tun. Bleib zurück. Verdammte Scheiße. Wenn das nicht funktioniert. Verdammte Scheiße. Das klappt schon noch. Versuch's weiter. Ich hab ja nicht alle Zeit der Welt, Wissenschaftler zu spielen und den Scheiß auszutüfteln. Ich Junge, reg dich mal wieder ab. Ich brauch nur mehr Zeit. Alleine. Zum Nachdenken. Schon verstanden. Ich gehe dann mal. Aber danke. Für deine Hilfe. Ja, gerne, kein Problem. Voll Trottel. Und weiter geht's. Alter Schwede, ist der Typ durch, ey. So, was haben wir hier? Ja, ne. Schön. Ein paar Köpfe. Hm. Leave or die, okay. So, was ist mit euch da oben? Seid ihr am Start? Meinst du, dass Sophie und Minnie bei ihnen sind, wenn sie kommen? Ich weiß nicht. Vielleicht. Ich halte Wache, Clem, wegen der Gefahr. Wie, Patrouille? Nein, Clem. Wache ist total anders als Patrouille. Warum? Man geht nicht. Oh, stimmt. Das ist, ein Argument. Man steht einfach nur in der Gegend rum. Okay, was haben wir hier noch? Den Tisch können wir noch umkippen. Perfekt. So, wo ist denn hier eigentlich der Rest der Bande hier? Hoffentlich kriegen die Plünderer wenigstens Angst. Ja, wahrscheinlich. Als würden die von den Köpfen da anspringen. Ja, moin. Auf so etwas würde ich nie schwören. Okay. So, was geht bei dir? Wo hat denn der denn diesen übelsten... Wo schießt der hin? Alter, bist du ein schlechter Schütze. Scheiße. Was ist los? In ein paar Wochen oder Tagen oder Stunden kommen die Plünderer, fackeln alles ab, stehlen alles oder töten uns. Und dann ist es egal, wie schlecht ich war. Die Plünderer brennen nichts nieder und entführen niemanden. Wir beenden es. Du klingst wie Marlin. Also, nicht beim Kämpfen, aber deine Aufmunterungsversuche. Du weißt schon. Ich habe jahrelang nur dumme Witze gemacht und dumme Spiele gespielt und habe meinen besten Freund mit der Verantwortung allein gelassen. Den schweren Entscheidungen, den schlaflosen Nächten,
Und am Ende eine Kugel in den Kopf. Er hat mal die Scheibe getroffen. Und dann, als du uns sagen wolltest, wie er wirklich ist, und AJ ihn erschossen hat, gab ich euch beiden die Schuld. Ich weiß, ich... Also ich wollte nicht... Ich kann's nicht ausdrücken. AJ hat ihn getötet. Ich habe es nicht verhindert. Er war mein bester Freund, wie ein Bruder, aber... Was er getan hat, das war abgefuckt. Sein Tod wird immer wehtun. Aber ich verstehe, warum AJ meinte, dass es richtig war. Okay. Hier, nimm du. Wirklich? Der gehörte doch Marlon. Ja. Und er hat damit die Schule verteidigt, bis er aufgehört hat. Los, probier ihn aus. Okay, wir probieren ihn aus. In die Richtung, bitte. Kein Problem. Oh, guck mal, was wir jetzt. Ich lach mich schief, wenn du nicht triffst. Okay, wie geht das? Schiele mit L2 und schieße mit R2. Ah, easy. Und. Bam. Bam. Ein bisschen höher vielleicht. Na komm. Patsch. Wo muss ich denn drauf schießen? Auf die Scheibe. Verdammt! Ich darf wütend machen, wenn ich mit einem großen roten Kreis auf der Brust vor dir stehe. Mhm. Wenn du noch mehr üben willst, sag mir Bescheid. Okay? Klingt gut. Ich würde sagen, du und Clem, ein bisschen. Danke. Für alles. Kein Problem. So, sehen nach Violet. Next Aufgabe. Wir gucken aber erst noch mal, ob wir hier nicht vielleicht doch noch irgendwo was finden. Vielleicht liegt ja hier noch irgendwo was rum, was wir einsammeln können. Oder rein? Nein. Hier rein? Auch nicht. Schade. Okay. Kommen wir da drüber? Auch nicht. Ja, dann gucken wir halt nach Violet. Verdammt, hier muss doch irgendwas noch zum Einsammeln gehen. Leider da gar nicht. Hey, Vi, was geht? Hinterer Korridor ist sicher. Wie sieht's aus? Okay, oder also... Einfach total scheiße? Also, es ist nicht perfekt, ehrlich. Aber sie versuchen es. Mit allen Mitteln, die sie haben. Versuchen verhindert nicht, dass sie entführt werden. Versuchen hält die Plünderer nicht davon ab, unser Zuhause abzufackeln. Mann, Clem! Seit die Beißer Leute fressen, gibt es keine Teilnehmerurkunden mehr. Du bist ein Langweiler und deine Idee ist blöd. Ach, ich bin blöd. Du kannst doch nicht logisch denken, wenn du dich hören könntest. Mann, was zur Hölle? Violet meinte, wir sollen zusammen die Fallen vorbereiten. Aber Asim hört nicht auf mich. Das heißt nicht, dass ihr euch anschreien müsst. Halt dich da raus. Ich hab eine Idee. Wir füllen Kleidersäcke mit Ziegeln. Wenn die Plünderer zum Gebäude kommen, lassen wir sie fallen. Willy hier will einen Plünderer mit einem riesigen Baumstamm umhauen. Wenn überhaupt. Total idiotisch. Du bist ein Idiot. Du bist kindisch. Bin ich nicht. Ich will helfen. Asim hat recht. Wir sollten die Ziegelfalle nehmen. Die klingt praktischer. Meine ist auch praktisch. Ist sie nicht. So eine Idee kann nur von einem Kind kommen. Ein Kind, das keine Ahnung hat, was ihm bevorsteht. Was zur Hölle? Damit hätte er rechnen können, ne? Hey, alles klar? Ja, prima. Mist! Mann, wir bringen uns noch gegenseitig um, bevor die verdammten Plünderer kommen. Wir brauchen ein Ventil, um Druck abzulassen. Hey, Mann, wie läuft's? Ich kann so falsch verstehen. Verpiss dich! In der Ecke sitzen und schmollen hilft uns auch nicht weiter. Komm, lach mal wieder. Du wirst jeden Tag ätzender. Egal. Ich habe einen Plan entwickelt, die Stimmung zu verbessern. Und der Plan ist ein Spiel. Okay. Komm, wir müssen spielen. Okay, ich komme. Wir haben seit Wochen nichts gespielt. Seit dem Abend mit Marlon.
Also, wenn du Ruby fragen willst, ob sie mitspielt, ich warte gern. Halt's Maul, Alter! Ich schwör's dir. Du bist in Ruby verknallt? Was spielen wir? Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit oder Pflicht spielt man doch nicht mit Karten. In dieser Version schon. Alle ziehen. Die höchste Karte darf fragen, die niedrigste muss antworten. Okay. Ja, dann, her mit der Karte. Ohne drei, ganz schlecht. Das wird witzig. Mal sehen. Wahrheit. Heiraten, ficken, umbringen. Zwei. Also schön. Heiraten, flippen, umbringen. Ruby, Asim oder James, der Typ, der dich gerettet hat. Oh Gott. Ach, du musst antworten. So sind die Regeln. Oh Gott. Mal sehen. Heiraten würde ich... Keine Ahnung, ey. James. Er klingt mysteriös. Lustig. Du sprichst grauenhaft ganz anders aus als ich. Hast du nicht gesagt, er hatte Haut an? Menschenhaut? Jedem Tierchen sein Pläsierchen klemmen. Ich flippe... Flippen, 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 flippen. Flippen, flippen, flippen. Oh Gott, wen? Egal, was ich jetzt sage, es ist beschissen. Asim sitzt da, Ruby nicht. Ruby. Tut mir leid. Ich habe mir nur gerade ihren wütenden Blick vorgestellt, wenn Clem ihren Vorschlag macht. Was? Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Spinnst du? Sie hat gezogen. Ruby darf flippen. Umbringen tust du also. Das ist der Wahnsinn. Asim! Oh, Gott sei Dank. Was? Du würdest lieber sterben, als Clem zu flippen oder zu heiraten? Nein. So habe ich das nicht gemeint. Das ist doch super. Wir lachen, wir verstehen uns und wir denken mal nicht an mordlustige Arschlöcher, die uns verschleppen wollen. Nicht, wenn du es nicht erwähnst. Auf zur zweiten Runde. Okay, zweite Runde. Neue Karte, neues Glück. Her damit. Wahrscheinlich habe ich jetzt die höchste. Ich habe gewonnen. Und der arme Asim hat verloren. Definitiv. Pflicht. Okay. Gebt euer Schlimmstes. Mhm. Du musst Ruby um einen Kuss bitten. Ernsthaft? Der Pflichtklassiker. Verdammt! Ich krieg keine Luft. Tja, ich glaube, wir haben heute alle etwas über unseren guten Freund Asim gelernt. Hauptsächlich, dass er keinerlei romantischen Charme hat. Klappe! Aufgepasst, Leute! Runde 3 geht los. Und her mit der Karte. Oh, wow. Ich hab's. Wir haben den armen Asim wegen der süßen Ruby übel geärgert. Also müssen wir auch jemand anderen wegen seiner unerwiderten Liebe ärgern. Also, Clem, gibt's hier jemanden, den du magst, magst? Ernsthaft? Ui. Magst, magst? Bist du 6 oder was? 7. Danke. Ernsthaft? Ziemlich uncool, mich so zu blamieren. Ist schon okay, Clem. Du musst nicht antworten. Und Peng. So killt man ein Spiel. Genau. Und her mit der nächsten Karte. Asim, du hast die höchste Karte. Und verloren hat Tennessee. Was hast du noch nie irgendjemandem erzählt, weil du Angst hattest, dass du ausgelacht wirst? Ganz genau. Ich glaube, dass es die Beißer nicht ewig gibt. Irgendwann verschwinden sie. Weil die Welt ein Kreislauf ist, oder? Eiszeit, Steinzeit, irgendwelche anderen Zeiten. So ist das eben. Diese Zeit endet und eine andere beginnt. Hm. Wahrscheinlich eine Zeit ohne Beißer, wie es früher war. Das hoffe ich. Warum sehen mich alle so an? Habe ich das Spiel versaut? Das ist echt schön. So habe ich das noch nie gesehen. Ken wird sich schon erinnern. Was ist los, AJ? Ich weiß nur nicht, wie es ist. Ihr alle schon, nur ich nicht. Ich erinnere mich nicht an eine Zeit ohne Monster. Weißt du was, kleiner Mann? Das ist total okay. Glaub mir, die Welt vor dieser war ziemlich beschissen.
Naja. Und das ist die richtige Stelle, um Schluss zu machen. Wir müssen sowieso die Arbeit fertig kriegen. Es wird dunkel. Hältst du Wache? Ja, Clementine ist nach mir dran. Kann ich mitkommen? Aber sicher doch, Kleiner. Ja. Na, es geht. Hey. Hey. Beruhigen die sich jetzt wieder? Willst du mir bei der Ziegelfalle helfen? Ja, ich habe ein paar Ideen. Cool, wir helfen sicher. Sorry wegen vorhin. Schon okay. War ein guter Treffer. Ich bin unterwegs zum Glockenturm. Ich will vor dem Schlafengehen noch die hintere Wand überprüfen. Brauchst du Hilfe? Klar, wenn du Lust hast. Du kannst mir auch stattdessen helfen. Ich habe Klavierdienst. Was denn? Ich muss noch ein wenig üben, bevor jemand es noch zu Brennholz machen will. Ich will ein Projekt versuchen, das nur zu zweit geht. Wir müssten eigentlich absafen. Ach komm, ey, echt, jetzt muss ich mich wieder entscheiden. Ich hasse es. Ich bin für Dingens, ey. Ich bin für Sicherheit. So, aber ich glaube, dann können wir jetzt hier auch ein Folgenende machen, genau. Und ja, dann schauen wir mal, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wie immer bewerten, kommentieren und kostenlos abonnieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao, ciao.